Ja, moin, willkommen zurück zu The Outbound Ghost. Wir sind immer noch auf der Suche nach Adrian. Ja, und wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Der, jedenfalls der Bruder von ihr hier. Ich erinnere mich, wir müssen nochmal zurück, weil hier doch was war. Korrekt? Eine Höhle, glaube ich. Yes. Geil. Direkt dran erinnert. Es ist so nice. Okay. Lockpick. Ah, wir haben einen Beach Key. Hä? Ich habe doch ja gedrückt. Okay. Was mal ausmachen hier? Was haben wir denn hier? Oh. Maus sollte ich mal aus dem Bild nehmen. Tut mir leid. Okay. What the fuck? Ist das ein neues Figment vielleicht? Okay. Nee, ist Mimikry. Oh. Oh oh. Welches Level haben die? Steht das da? Nee. Ich glaube, ich mache mal Poison Poke. Peng. Okay, er wird ein Heiler. Ah, jeder wählt einen anderen. Okay, ja. Ja, dann ist ja klar, wen wir... Ah, okay, zwei Heiler. Stun Break. So. Du, mein Junge, nimmst mal, machst Limit Break auf ihn. Ja. Du hast 2 AP. Also machst du mal einen Swift Hit. Hang. Und Magic Strikes. Ja. Bang. Das, der ist gestunt. Killst du ihn? Yes, okay. Nummer 1 weg. Du gibst ihm mal Shelter einfach. Weil warum nicht? Du heilst. Ja gut, ist egal. Gibst ihm auch Shelter. Das ist doof. Das ist doof. Dann warte ich eine Runde. Und mit dir mache ich... Gebe ich ihm Power. Also unser... Nein, ich habe dem anderen Power gegeben. Oder nicht. Dann nicht. Du hast 2 Sachen. Gucken, wie sich das äußert. Okay, er kriegt einfach den Schaden, alles klar. Dann Magic Strikes. Ups. Ja. Jawohl. Die Hälfte runter. Autschi. Du heilst ihn natürlich. Nee, du heilst ihn nicht. Okay. So, kann ich jetzt bitte mal Power auf den kleinen Mann hier machen? Ihn, bitte. Really? Weil ich ihn... Wenn ich ihn geschältert habe, also ihn beschütze, kann man keine Buffs mehr auf ihn verteilen. Das ist ja komplett dumm. Wow. Das ist ja, also das ist ja völlig dumm. Also, dann vorm Sheltern buffen. Nochmal Poison Poke. So. Du machst dann einfach Sunbreak. Shit. Und du greifst einfach an. Nee, er ist noch nicht gestunt. Aber jetzt vielleicht.
glaube, er ist jetzt tot. Yes. Ja, jetzt nur noch den Heiler. Das wird ja easy sein, wa? Wir klauen mal SP von dem Jungen. Wow, das war schwer. So. SP-Stil und Callousness, ja. Es ist mir relativ egal, mein Jungen. Swift Hit. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Jetzt geben wir ihm mal Power, obwohl wir es gar nicht mehr brauchen. Aber ey. Er heilt sich. Okay. Dann. Und keine SP. Okay. B-Stil. Ja. So. Heilt sich wieder. Du sparst mal. Du. Kannst du? Nee, kannst du immer noch nicht. Klaust du auch nochmal SP? Du haust einfach drauf. Bang. Hält er sich wieder? Mhm. Aber jetzt sind wir zweimal hintereinander dran. Bang. Bang. Jetzt müssten die tot sein, oder? Jawohl. Wenn ich jetzt nicht den Angriff verkacke. Ich habe ihn fast verkackt. Alright. Level up. Geil. Und was war das jetzt? Oh. Doch, neues Figment. Kleptomania. Okay, also Kleptomane. Kleptomanie. In confronting one of your deepest memories out of your own volition, you've unshackled yourself from your past and can now use a new figment of self. Okay, weil wir uns selbst quasi unseren Erinnerungen gestellt haben, können wir jetzt haben wir unsere was heißt Shackle wir sind nicht mehr gefesselt sozusagen und haben jetzt quasi ein neues Figment dadurch. Ups, warte mal. Kleptomania, okay. Mimicry, meiner Defense down, meiner Power down, Swift Hit. Aha. 3 AP. Also 3 Max AP, okay. Power 26. Soll ich? Es ist halt ein Debuffer, ne? Okay. Was können wir dem denn geben? Hast du... Oh, du hast sehr viele SP, ne? Geht eigentlich gar nicht mal so viele. increases Defense by, but reduces AP, ne? Wir haben nichts für ihn. Können wir irgendwas craften? Increases the user's stun damage but lowers their HP. Und nochmal Stun Break. Ich gebe ihm einfach Stun Break. Ich gebe ihm mal Wetted Spirit und Stun Break. Ja. Bam. Wenig HP, ja. Aber der soll halt alle einfach stunnen. Stun Break. Komm, ich gebe dir auch mal Meteor. Warum nicht? Dann brauchst du aber noch was Neues. Increase defense but reduces AP. Nee. Allows the user to use. Ja, komm.
Vielleicht ist es auch mal nützlich, wenn der Mimikry hat. Ich glaube es zwar ich glaube es nicht, aber wer weiß. Lieber ein, da so ein, wie heißen die Dinger? Unnötigen Aspekt reinpacken, anstatt gar keinen. Na, wer weiß. Wer weiß. Du, 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 du. Gut, dass wir noch in die Höhle gegangen sind, hey. Das ist ja komplett optional, das kann... Okay, kann man ja voll missen. Oh, hallo? Lifestyle-Weil, hm? Das ist ein Meerschweinchen? Hallo, kleiner Mann. Good boy. Geil. Oh, what? Nee, da kann man nicht weiter. Das war's? Hier ist nichts mehr? Okay. Ich dachte schon wieder. Ja, irgendwas ist hier. Okay, ich dachte schon wieder, das Spiel ist verbuggt. Ach du Scheiße. Okay. Sanguine Apparition. Hallowed Decay deals basic damage to the target 3 times. It also deals residual damage to the targets around it and revives allies on the final hit. What? Also es macht normalen Schaden, dann macht es AOE-Schaden gegen die Pigments nebenan und es revived, also belebt Freunde von ihm wieder. Was zur Hölle? Good Lifesteal, okay, Fair Revive, Huge Power, Place Minor Power for 2 turns twice. Okay, wenn wir... Macht Schaden einfach nur, aber es macht 10-fachen Schaden, wenn wir Ether abbenutzt haben, also wenn wir ein AP sparen. Wow. Ist halt die Frage, ich glaube, ich gehe halt nur auf den Typen. Meiner Defense down. So. Okay, Lifelink. Moment. Wenn ich... Was passiert jetzt, wenn ich ihn angreife? Er kriegt einen Schaden? Really? Shelterst mal bitte. Dann machst du ihn schwächer. Okay. Domania ist halt... Ich weiß nicht, ob das so gut war. Gib mir mal Poison. Wir machen einen Schaden an ihm. Okay, ich glaube, ich muss die kleinen Männer hier ab... wegmachen. Weil wenn die sterben, kriegt erst dann Schaden, oder? Glaube ich. Glaube ja. Okay. Peng. Du heilst ihn. Yo. Du greifst ihn an. Ich hätte Kleptomaniac sheltern sollen. Easy. Ah ja, jetzt ist er gestunt und jetzt können wir Schaden machen. Ah, ich hätte warten sollen.
Geben ihm Power. Ja, du greifst einfach an. Ah ja, okay, jetzt macht er richtigen Schaden. Mache ich jetzt mal Meteor. Ja. Er ist jetzt wieder dran, also müssen wir... Machen wir Magic Strikes. Scheiße. Oh ja. Oh ja. Okay. Und jetzt hat er sein... Yo, Junge! Ja! Okay. Schon... Lesser Revive. Oh boy. Okay. Ah ne, wir müssen warten, bis sie wieder gelifelinkt sind. Power down. Obwohl, ich könnte ihn mimicreen, ist mir gerade eingefallen. Okay, sehr gut. Will nicht Ether abmachen. Gib ihm mal jetzt Power und noch ein AP. Ja. Kann er nämlich zweimal angreifen. Ich glaube, du... Einmal ein Swift-Hit, mal gucken. Jawohl. Müsste doch jetzt... reichen. Yes! Okay, sah halt zuerst ultra unmöglich aus, aber es gibt halt bei den Bossen anscheinend immer Strategien. Alles klar. Cool. Aber wo der herkam, keine Ahnung. Dü. And we're here. This is outbounds, southern outskirts, my home. Oh, ihr Zuhause. Aha. Haha, ja, yeah. My house is actually this one right here. Das ist ihr Haus. Okay, cool. Pretty cool, huh? Wie sie sich freut. Anyways, we should get to finding Michael and Adrian, ja. Wir sollen die weiter suchen, die Jungs. Corey, I see Corey over there, but not the others. Sie sieht nur Corey. Oh, I know. We should go see Frank. He knows everything that goes on around here. Okay, Frank weiß anscheinend alles. Da sollen wir hin. He normally hangs out around the community center. Okay, im Community Center. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennen soll. Double building with a blue roof. Das Haus ist es. Okay. Ab zu Frank. Let's go. Good boy. Geil. Können wir hier rein? Yep, können wir. Oh, okay. Was willst du? Willst du auf die Fresse, mein Junge? Oh. Aha. Ich mach mal Folgendes. Wir den Chonka imitieren. Wie er sich freut. Bang. Oh, wir können einfach angreifen mit allen. Au. What? Okay. Hä? Warum ist der... Warum sind die nochmal dran? Bin ich gerade verwirrt oder was kann der denn? Boosting Blows. Deals 3 strikes of basic damage to the target. Each blow has a 10% to apply major power. Ah, okay. Könnte sein, dass man sich dadurch boostet. Ach du Scheiße. Ja, pff. Nee. Du bist weg. Willst du uns heilen? Nee. Heal.
Ah, das. Oh, das haben wir neu bekommen. Das Level Up anscheinend. AOE Heal, okay. Auf dich selbst. Genau, und die daneben kriegen dann auch. Geil. Ne, Limit Break kann ich nicht mehr. Warum auch immer. Ach so, weil ihm SP geklaut wurde. Oh oh, er hat ein Power-Up bekommen. Meiner Power-Up. Komm, hauen wir mal Meteor hin. Macht er. Es ist überhaupt nicht worth it, finde ich. Und warum habe ich ihn nicht gepoison-poked, by the way? Das ist ziemlich dumm gewesen. So. Kriegt er nämlich jedes Mal Schaden. Yep. Bang. Greif ihn mal an. Ach stimmt, man kriegt ja nur, der kriegt ja nur zwei Schaden. Aber wenn er jetzt nochmal diese, den Dreierangriff macht, ist er tot. Ja. Tschüss, mein Junge. Du Lappen. Okay. Fair Heal. Okay. Guard. Okay. Was sind das? Neue Fähigkeiten? Fair Heal restores a medium amount of target's HP. Okay, das ist quasi einfach. Also hier, warte, wo ist? Lesser Heal, ne? Kleiner Heal. Field Heal ist Lesser Heal, aber AOE. Fair Heal ist ein besserer Heal. Aber Single Target. Guard. All skills used on the target will be redirected to the user until the next turn. The user gets minor defense. Okay, ist zwar quasi Shelter mit einem Defense Buff. Kostet aber viel SP. Brauchst du das? Eigentlich nicht. Nee. Nein. So, ja. Damit wir zwei Sachen machen können. Alter, zwei, also 12 SP, 10 SP ist schon mega viel. Für eine Runde jemanden beschützen und es ist noch nicht mal klar, dass derjenige dann angegriffen wird, ist schon krass. Na gut, ich würde sagen, das wäre es für diese Folge. Wahrscheinlich war das ein Boss, den wir gekillt haben. Okay. Und wir sind jetzt in dem Dörfchen in Southern Outskirts. Ne? Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.